Hallo und willkommen zurück zu Trails of Cool Steel. Ich bin hier schon mal bis zur Zonengrenze vorgelaufen und jetzt werden wir mal den Kreuzen Highway betreten. Ja, da haben wir auch noch jede Menge Truhen und Kämpfe. Vielleicht Angelplätze. Oder Events. Puh, jedenfalls haben wir es über die Ebellandstraße geschafft. Dieser Punkt hier, da beginnt der südliche Kreuzen Highway. Ja, zum Glück scheint es so weit weg von Legram auch kein Nebel zu geben. Barrierheart ist ja nicht so weit weg. Man kann es ja schon von hier aus sehen. Ja, da wird wohl die wirkliche Challenge erst beginnen. Wir haben ja vor, eine Stadt zu betreten, die von einer der mächtigsten Figuren der Allianz regiert wird. Wir müssen extrem vorsichtig sein. Ja, wenn die Armee rausfindet, dass wir da sind, dann sind wir Geschichte. Aber wie kommen wir da überhaupt erstmal rein? Oh, mach dir keine Sorgen, da kümmert sich Emma drum. Ja, das sollte wirklich kein Problem sein. Glücklicherweise wird der südliche Eingang nicht ganz so stark bewacht. Du hast irgendwie einen Plan im Sinn? Ja, ich kann es nicht garantieren, ob es klappen wird, aber ich habe einen Plan. Lass uns erstmal zum Südtor gehen. Ab da kümmere ich mich um den Rest. Ja, da macht er mir wieder Angst, ob ich jetzt vielleicht eine Quest verpasst habe, aber ich glaube, immer da, wo so ein Schrein war und wir dafür 3 AP bekommen haben, da gab es auch keine Nebenquest. Bislang. Und deshalb gehe ich jetzt einfach mal weiter. Ich glaube ja, alles gemacht zu haben. Das Vieh mal plätten, damit ich die Brücke nach Angelplätzen untersuchen kann. My turn. Achso, ich erwische doch alle 4, ja. No escape! Sire! Zero guard! Our time is now! Leave it to me! Understood! Boah, da hat noch was überlebt. Right. That's that. Let's keep moving. Irgendwie kommen die Masterquarze jetzt auf Level 3 gar nicht mehr voran. Bin ich schon am Überlegen, ob ich vielleicht noch irgendwelche Level 2 Masterquarze ausrüste, um die ein bisschen hochzuleveln, weil weiß ich gar nicht, ob hier überhaupt was passiert. Oder ob es einfach sehr, sehr langsam geht. Okay, von der Brücke können wir nicht angeln. Ich gehe erstmal zu den Kisten. Ist das Froschschnecke oder? We have nothing to fear. Da brauchen wir bestimmt My Magie turn. bei der harten Schale, oder? Ich guck mal, was hier so passiert. No escape. Sire! Zero guard. Got you. Na,
Das ist eher wenig Schaden. Hast du eigentlich auch Magie? Der ist gleich dran. Also warte mal, der eine ist eh fainted. Komm, dann machen wir... Wir machen das schon noch so hier. Second form. Damn! Now's our chance. An opening. No problem. Nein, komm, du machst jetzt aber Magie. Let's go. Of course. Dark Matter haben wir auch noch gar nicht gesehen, ne, in diesem Spiel. Werden wir auch nicht sehen. That takes care of them. Great. I'm so glad. Ich will mal nach den Master Quartz Erfahrungspunkten gucken. So, der braucht jetzt noch 25.155. Mal gucken, wie es nach dem nächsten Kampf aussieht. Got my eye on the prize. Hydro Cannon haben wir ja schon. Könnte ich natürlich nochmal für ein Reservemitglied ausrüsten. This spot looks perfect for fishing. Sehr schön. Und wieder ein neuer Fisch. Also, bald haben wir schon die Hälfte von den Fischsorten. Ich glaube, 10 von 24 habe ich jetzt schon. Oder das müsste jetzt der 11. sein. Not what I had in mind. Ja. Not what I had in mind. Na gut, dann gehen wir mal zur nächsten Kiste. Wollte nur sicher gehen. Wieder so ein Vieh. Bring it on. My turn. There. Ha! Leave this to me. Kannst du was zaubern? Spaß. It's my turn. No problem.
Let's go. You still have a lot of training to do. Das war jetzt aber nicht Laura, oder? Die die mit einem Zauber gekillt hat? Doch, muss ja, sonst hätte sie jetzt nicht den letzten Satz gehabt. Eindrucksvoll. So, da oben sind noch zwei Kisten. Eine rote, so wie es aussieht, oder? Ja. Den Kram nehme ich auch mit. I welcome all challengers. Ein putziger Vogel. Here I go. Kann bestimmt gut ausweichen. No problem. Fire. Now's our chance. I'll back you up. Leave this to me. It's my turn. How about this? Now! Gotcha! Here I go. Now's our chance. An opening! Our fighting was in perfect sync. When I could keep up, at least. Solche Viecher vor den Thronen. Ah, guck mal. Geht doch. We got this. Let's move. There. Ha! No problem. Fire. Of course. Leave this to me. We should keep going. Ach so, jetzt haben wir schon ein paar Kämpfe gehabt. Isn't this a surprise? 25.155 war es. Oh, 16 Erfahrungspunkte hat er gesammelt und das waren jetzt wie viele Kämpfe? 3 oder 4? Das heißt, jedes Monster hat einen Erfahrungspunkt oder so gebracht. Das ist also wirklich irgendwie so eine Cap eingebaut in diesem Spiel, dass erst Monster einer bestimmten Stufe überhaupt den Master Quartz da höher bringen können als 3, so wie das aussieht. Ja, das heißt, hier vorne werde ich mal nichts ändern, die lasse ich ruhig so, obwohl den Aegis brauche ich auch nicht unbedingt. Du bekommst aus Spaß einfach mal den. Der hat Potenzial, der könnte sich entwickeln. Und du nimmst den weiter, damit wir Septit extra bekommen. Der Mirage kommt raus und dafür kommt... Dass der sich entwickelt, kann ich mir nicht vorstellen. Raven eigentlich auch nicht. Falco auch nicht. Nee. Komm, der ist Level 1. Der hat noch Potenzial. Und du hier? Du nimmst dann doch den Raven hier mal.
Jetzt bin ich mal gespannt. Sag mal, wir beim Level 2 haben wir 11214. Ich wollte eine Truhe öffnen oder so, ne? Challengers. Ein Gegner. No problem. It's my turn. Here's our chance. Gotcha. Let's move. There. Ha! Now. An opening. In one piece. So, was hat er jetzt? Der hat jetzt 64 Erfahrungspunkte gesammelt durch einen einzelnen Gegner. Also, ich behalte jetzt erstmal die Level 2 Quarze. Beim Boss mache ich es natürlich wieder anders, klar. Ist das die Bahnlinie? Ja, ne? Oh, look! There's a treasure chest! Ja, eine rote. CP dürften gut aussehen, ja super. Heilung können wir noch vertragen. Here they come. Careful, everyone. Here we go. Ja. Die sind bestimmt ganz ätzend, wenn ich die erstmal zum Zug kommen lasse. All right, let's do this. Understood. Leave this to me. Behold the might of the Arcade School. Radiant Wolf. You still have a lot of training to do. Und guck mal, Kanon ist jetzt schon auf Level 2 gekommen. Dem fehlten irgendwie 600 Erfahrungspunkte. Wir haben jetzt zweimal gekämpft. Das ist ein Quarz, der eventuell mal eingesetzt werden könnte. I feel stronger than ever. Und ein Masterquarz, schön. Aber Taurus war keiner, den ich im ersten Spiel gemocht habe. Aber diesmal ist er anders. Ah ne, doch, genau, das war der Attacks und Crafts, aber diesmal, letztes Mal waren das, also im letzten Spiel waren es glaube ich nur die normalen Angriffe, die erhöht waren, oder? Ja. Mhm. Den werde ich mal ausrüsten, dass er sich verbessert. Ähm,
Soll ich jetzt Taurus geben im Ernst? Nein. Muss ich nur daran denken, wenn ein schwieriger Kampf kommt, das vorher alles wieder zu ändern. Was eigentlich da schon passieren könnte. Na, wir werden sehen. Hier noch mit. Now's our chance. Let's get him. Here I go. There. Ha! Here I go. Leave this to me. Here I go. Right. Let's move. Onward. Here I go. How about this? My turn. Right. Of course. How about this? Onward. They're off guard. Got you. Our fighting was in perfect sync. When I could keep up, at least. Na gut, bevor ich an das Tor trete, speichere ich lieber mal eben ab. Falls da gleich ein Bosskampf kommt oder so, dass ich dann nicht total schlecht ausgerüstet bin. Denn Emmas Plan kann ja immer schief gehen. Und da sollen wir jetzt einfach so hingehen, ja? Halt! Seid ihr Reisende? Ja, das kann man so sagen. Wir sind aus Legram hier. Ist es für uns möglich, die Stadt zu betreten? Was, zu Fuß? Wir sehen ja nicht dauernd Leute wie euch. Warum habt ihr nicht Zug benutzt? Ja, das hätten wir wirklich sehr gerne gemacht. Aber auf den nächsten zu warten, hätte einfach zu lange gedauert. Dank der neuen Regulationsbestimmungen fahren ja kaum noch Züge. Und da haben wir gesehen, dass es eigentlich schneller ist, zu Fuß zu gehen. Wenn ihr das sagt. Ja, ihr könnt eintreten, aber wir müssen erst prüfen, ob einer von euch auf der gesuchten Liste steht.
wir haben Grund zu der Annahme, dass es Leute da draußen gibt, die Pläne gegen die Allianz der Adligen schmieden. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Lass mal sehen, wo ist denn die Liste? Liest du uns jetzt noch die Namen vor? Oh, das ist nicht gut. Emma! Ich weiß. Entschuldige mich. Könntest du mich einmal bitte ansehen? Hä? Das ist aber eine seltsame Frage. Seltsame Bitte. Was zur? Hä? Hat sie da eine Hypnose-Schutzbrille auf? Wir sind bloß einfache Reisende und wir stehen nicht auf der Liste. Das heißt, wir können eintreten, oder? Ja, was steht ihr denn da noch so rum? Und geht schon rein. Aber macht keinen Ärger. Ansonsten werdet ihr eingesperrt. Vielen Dank. Gehen wir dann? Ja. Okay, hat Emmas Plan ja geklappt. Hat die nicht letztes Mal auch in Barrier Heart ihren Zauber da eingesetzt? Oder war das woanders, wo sie da die Tür aufgemacht hat? Das war, glaube ich, Kapitel 2 im letzten Spiel, als wir hier waren. Puh, da bin ich aber überrascht, wie gut das gelaufen ist. Ja, es war beinahe zu einfach. Aber dann erinnere ich mich dran, dass ich ja Vita etwas Ähnliches hab tun sehen. Ja, es war eine Form der Hypnose. Ich bin einfach froh, dass ich es durchziehen konnte. Ja, das ist eine Art, uns daran zu erinnern, dass du wirklich eine Hexe bist. Ja, ich war überrascht von allen Tricks, die sie mir gezeigt hat. Ach, ist da jetzt nichts Abgefahrenes, wirklich. Ist auf jeden Fall kein Vergleich zu Vitas Schlafliedern. Und man kann es auch nicht gegen allzu viele Leute auf einmal einsetzen. Und je öfter man es benutzt, desto eher werden sie sich dessen bewusst und sind dann wachsam dagegen. Also verlasst euch nicht zu sehr darauf. Naja, es hat uns immerhin nach Barrier Heart gebracht und das reicht mir. Ja, vielen Dank, Emma. Ich glaube, ohne dich wären wir nicht so weit gekommen. Dann halten wir mal nach Jusis Ausschau, was? Ja, der wird doch wohl im Palast seiner Eltern sein, oder? Alles klar. Beziehungsweise im Palast seines Vaters. Seine Mutter lebt ja nicht mehr. Breite Flure, da können sie echt mit Panzern durchfahren. Herzog Albarea, den haben wir im ersten Teil, glaube ich, auch nur ganz kurz mal irgendwo gesehen. Der Vorteil der Adligen Allianz in diesem Krieg
ist überwältigend, wie immer. Rufus hat sehr viel erreicht in seiner Position als Stabschef. Aber es bleibt die Tatsache bestehen, der Narr Cayenne ist immer noch der einflussreichste und mächtigste. Da muss etwas gegen getan werden. Aber was? Und vor allem wie? Also war das dein Gedankengang, als du die Jäger nach Ymir geschickt hast, oder? Du hast agiert, um Prinzessin Alfin in Gewahrsam nehmen zu können und sie zu benutzen, um damit Herzog Cayenne als Oberbefehlshaber abzulösen. Gibt es da etwas, was du mir sagen möchtest, Jusis? Du scheinst sehr unglücklich darüber zu sein, dass ich sie in die Heimatstadt eines deiner Klassenkameraden gesendet habe. Aha, also ist das vielleicht sogar auch der Grund, warum Jusis Legram verlassen hat und jetzt hier nach Hause zurückgekehrt ist. Weil sein Vater die Jäger weggeschickt hat. Ganz und gar nicht, Vater. Allerdings glaube ich, dass auch mein Bruder seinen Unmut über diese Aktion geäußert hat. Deshalb bitte ich ganz bescheiden, dass du zweimal drüber nachdenkst, bevor du gegen neutrale Kräfte in der Zukunft vorgehst. Und ich würde dringend vorschlagen, dass du zweimal nachdenkst, bevor du dich in Angelegenheiten einmischst, die dich überhaupt gar nichts angehen. Konzentrier dich lieber auf die Arbeit, die dir gegeben wurde, und lass mich meine machen. Ich entschuldige mich dafür, dass ich aus der Reihe gesprochen habe. Mir muss doch etwas einfallen, das mir erlaubt, seine Position einzunehmen. Ich darf nicht zulassen, dass dieser Emporkömmling sich selbst noch länger Oberbefehlshaber der Allianz nennt. Vielleicht muss ich auch drüber nachdenken, ob Rufus seine Position noch weiter einnehmen soll. Ich glaube, so ein Herzog ist im Allgemeinen nicht groß kritikfähig, aber bei Jusis Vater ist das nochmal besonders schlimm. Gehen wir da erstmal shoppen, wenn wir schon in so einer Großstadt hier sind. Es ist doch ganz fantastisch, wie beliebt das neue Mädchen bei Alouette geworden ist. Die Provinzarmee hatten sie ja schon nicht ohne Grund im Blick. Schrecklich, oder? Die Tatsache, dass ein Mädchen wie sie zur Zielscheibe wurde, zeigt nur, wie schrecklich der Krieg ist. Oder habe ich wohl irgendwas falsch verstanden vorher? Aber keine Sorge, wir halten sie in Sicherheit. Aha. Steuern haben das Leben schwer gemacht, aber das wird uns nicht davon abhalten, alles für sie zu tun, was wir können. Es gibt Hoffnung, dass sie immer noch um etwas bitten wird, wenn sie etwas braucht, oder? Ich verstehe im Moment den Zusammenhang noch nicht so ganz, aber es wird sich bestimmt irgendwann ergeben.
Und die Sandalen bringen noch mal mehr Speed. Und 3 Bewegungspunkte mehr, die sind ja richtig gut. Also ein bisschen Defense natürlich runter. Ich weiß, ich kann es nicht abschätzen, wie viel Defense. Aber 937, und was hat er jetzt? Oh ne, ist schon jede Menge Defense, also 70 Punkte. Das lasse ich erstmal, vor allen Dingen kosten sie auch wieder Geld. Achso, und das andere? Jede Menge Art Defense, aber auch jede Menge Mira, die das Ganze kostet. ...25 Sachen sollen in diesen Laden geschickt werden. Sie sind alle super gute Qualität. Also es ist wirklich sehr, sehr teuer. Aber es ist schon seltsam, dass uns niemand sofort bezahlt. Das sollte nicht passieren. Was sind das alles für seltsame Gespräche? Die Leute reden die ganze Zeit über die tolle Wirtschaftslage, aber sie zahlen niemals den vollen Preis. Aber das sollten sie tun. Gerade wenn man glaubt, die Dinge können nicht mehr schlimmer werden, dann erhöhen sie nochmal die Steuern. Außerdem müssen wir die ganze Zeit die Adligen ertragen, die hier wie die eitlen Gockel umherstolzieren. Ist das etwa deren Job oder sowas, uns das Geld wegzunehmen und selbst ein schönes Leben zu führen? Da könnte man auch denken, dass sie zumindest den Anstand besitzen, uns das zu bezahlen, was sie uns schulden, wenn sie schon den ganzen Tag die Zeit zum Feiern haben. Das Leben ist für uns nicht leicht. Lass mich dir das sagen. Ja, sorry, und von uns kommt halt auch kein neues Geld ins Haus. Wir haben einen Neuzugang, der uns aushilft. Sie ist ein bisschen ungeschickt, aber sie macht ihre Arbeit gut genug. Ich werde ihr noch ein bisschen mehr beibringen, sobald sie zurück ist. Ich frage mich, über wen er redet. Das neue Mädchen ist hier ziemlich beliebt in der Straße. Sie hilft sogar in den anderen Läden aus von Zeit zu Zeit. Das ist ziemlich nett von ihr, was? Ich bin kurz davor, neue Dinge des täglichen Bedarfs zum Four Hour Ox zu liefern. Und ich muss sagen, es ist ziemlich beeindruckend, wie lebhaft es da zurzeit zugeht. Aber das sollte man auch erwarten, wenn die Provinzarmee von Kreuzen ständig Schlachten gewinnt. Wo wir gerade von der Provinzarmee sprechen. Ich hörte, dass Rufus seine besten Leute mit nach Heimdall genommen hat. Und die wurden offensichtlich zu einem Teil der Hauptstreitkräfte der Adligen Allianz. Es scheint ziemlich gut für sie zu laufen. Natürlich geht uns das alles gar nichts an.
Willkommen, willkommen. Möchtet ihr vielleicht einen Espresso? Zu schade, dass diese Steuererhöhung den ganzen Profit absaugen, den Großverkäufer machen. Aber ich werde trotzdem weitermachen. Ich habe hier momentan eine Studentin arbeiten, also werde ich es zumindest für sie tun, dass ich hier weitermache. Aha, ist also sie das beliebte Mädchen, was allen möglichen hilft. Nicht, dass das Tova ist, weil Tova ja allen immer hilft. Aber hilfsbereit sind ja viele Leute, also können auch alle möglichen anderen Leute sein. Sie ist ein süßes Mädchen. Eine Schande, dass der Krieg sie daran hindert, zurück nach Hause zu gehen. Vielleicht sollten wir das im Hinterkopf behalten für später. Das Mädchen, was ich erwähnt habe, arbeitet hier für freie Kost und Logis. Sie ist ein kluges Kind und kommt mit allen gut klar. Sie war eine große Hilfe für dieses Geschäft. Im Moment liefert sie gerade etwas aus, aber sie wird schon bald zurück sein. Ein Cappuccino für 1000 Mira, ja, danke, nein. Wenn der Cappuccino schon mehr kostet als die Zwiebelsuppe, ist das kein Laden, in dem ich eintrinken möchte. Aber wir können hier mal wechseln gehen. Rest ist bestimmt auch teurer hier, ne? Ne, kostet auch 100, okay. Da haben sie hier Einheitspreise. Und wer bist du? Puh, ziemlich geschäftige Arbeit hier als Kaufmann in diesen Tagen. Man verkauft ja viel, weil die Wirtschaft gut läuft, aber dann gibt es ja diese hohen Steuern. Außerdem dreht die Provinzarmee ziemlich am Rad in der letzten Zeit. Da scheinen wohl irgendwelche Verräter auf der Flucht zu sein. Was auch immer es ist, es vereinfacht mein Leben nicht gerade. Also gibt es tatsächlich Leute, die sich gegen die Allianz der Adligen stellen. Das würde erklären, warum die Provinzarmee so angespannt ist. Ja, es macht wirklich meine Arbeit schwierig, wenn es gerade so streng zugeht. Tja, hier ist niemand. Wahrscheinlich auch keine leeren Truhen oder so. Nicht leeren Truhen, vollen Truhen. Ah, der Typ will einfach um Zahlungsaufschub. Aufschub bitten. Nicht, dass es da noch viel gibt, was er bezahlen müsste, gerade da er adelig ist. Aber er sollte jetzt sich erstmal darauf konzentrieren, die Schuld abzubezahlen, die durch das Kleid seiner Tochter verursacht wurde. Ich hoffe, die sind nett genug, noch einen weiteren Monat zu warten. Ah, das geht in das Klamottengeschäft, wo die sich gerade darüber aufgeregt haben, dass die Adligen nie pünktlich zahlen. Ja, seine Tochter ist halt noch im Hotel und jetzt will er halt die Sache erstmal klären.
Na, erstmal mit den Leuten hier reden. Oh, wirklich interessante Produkte, die wir hier haben. Es erfordert schon einiges an Fähigkeit, um Sphärotechnik in so ein traditionelles Design einzuarbeiten. Vielleicht kaufe ich mir sowas für mein Zimmer. Welche Farbe nehme ich nur? Ach, das ist ein Butler, genau. Master Samuels Master Samuels Angewohnheit, Dinge zu sammeln, ist in diesen Zeiten ziemlich problematisch. Ich verstehe nicht, warum er nicht einfach mich beauftragt, das zu kaufen, was er benötigt. Verrückte Kriegssteuern, gewalttätige Soldaten und immer als Verräter behandelt zu werden, wenn man sich über eine dieser Sachen beklagt. So läuft im Moment das Leben in Barrierheart. Auch wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es dem Leben ganz und gar nicht gut. Aber nicht, dass hohe Steuern und gewalttätige Soldaten hier was Neues wären. Lord Eustace ist wirklich zu einer unglücklichen Zeit zurückgekehrt. Naja, ich fange am besten mal mit der Wartungsarbeit an, um die er mich gebeten hat. Da dürfte es eigentlich nichts Neues geben. Achso, das, okay. Das brauchen wir nicht. Ach, guck mal, jetzt habe ich wieder 29 U-Material. Ich bin eigentlich, das letzte Mal, als ich nachgesehen hatte, waren es noch 14. Wie sieht das eigentlich mit den Slots aus? Hatte ich da alles auf Level 1 zumindest gebracht? Ich glaube schon. Und Level 2 grade ich halt für die Leute ab, die es dann nötig haben. Wo es dann schönen Quarz gibt. Nee, nichts, was ich jetzt wirklich gebrauchen könnte. Gucke ich dann ein andermal nochmal weiter. Da drüben geht die Hauptstory weiter und ich glaube nicht, dass ich jetzt hier schon auf den Platz gehen kann. Dann würde ich sagen, das machen wir dann morgen weiter. Also, macht's gut, bis dann. Tschüss.